Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch dabei, das Übersetzungshandbuch für Falmer von Calzelmo zu ergattern. Warum ist denn der jetzt entkommen? Und dann hat er auch noch das Tor aufgelassen. Ich mach das mal schnell wieder zu, bevor die Wache hier angelaufen kommt. Hier dürfte ja jetzt keiner mehr am Leben sein, oder? So, ein Arcana Verzauberer. Oh, was haben wir denn da schönes? Dwemer Rätselwürfel. Würde ich gerne mitnehmen, aber steht auch wieder stehlen und ich habe keine guten Erfahrungen mit gestohlenen Sachen. Doppeltes Geheimnis. Ja, könnt ihr euch wieder durchlesen, wenn ihr möchtet, ne? Ihr kennt das Prozedere, einfach auf Pause machen und dann ich blätter für euch bis zum Ende durch. So, wir lassen auch dieses Buch liegen. Shima war Medium. Ich weiß bei den ganzen Büchern auch tatsächlich nicht mehr, ob wir die schon mal geöffnet hatten oder nicht. Also, ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen an dieser Stelle, dass wir da vielleicht manchmal ein wenig Zeit verschwenden. Und an der Stelle jetzt auch nochmal der Hinweis. Ich habe auf meinem Kanal immer noch eine Umfrage aktiv. Also ich hoffe zumindest, dass ich dran gedacht habe, wie es mit Skyrim weitergehen soll. Ja, stimmt da ruhig fleißig ab. Unter dem Reiter Community auf meinem YouTube-Kanal. Oh. Das scheint hier wichtig zu sein. Da sind ein paar Übersetzungen. Was haben wir in der Truhe? Ring des geringen Schlossknackens und silberner Rubinring. So. Ich will mal trotzdem gucken, was ist hier? Das ist die andere Seite jetzt, ne, wo die gesessen hat, glaube ich. Wo die immer hin und her patrouilliert ist. Wenn dem so ist, müsste ich die mit dem Ventil da... ausschalten können. Ach, die sind bereits tot. Die haben wir auch schon gelootet. Okay. Aber ich glaube, ich weiß wieder, welche Stelle das hier war. So. Markart. Balkon des Zauberturms. Da sollen wir auch hin. Laut Questmarker. Oh, ist das eine Aussicht, oder? Ich hätte ja gedacht, hier ist noch irgendwas zu finden, aber anscheinend nicht.
Das ist wirklich wunderschön. So, ja, ich werde mich mal wieder ducken. Calzelmos Turm. Okay. Da kommen wir nicht rauf. Da auch nicht. Ist auch wieder sehr beeindruckend hier der Bau. Holzkohle. Ach du Schande. Ich hoffe ja sehr, dass die sich nicht bewegen. Geschichte und Kultur der Dwemer, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gelesen, oder? Davon hat er ja mehr als ein Exemplar. Da ist auch noch ein Buch. Shima war Medium. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Sind auch noch einige Bücher. Über die Dwemer Band 1 bis 3. Ursprünge der Dwemer-Gesetze. Zwerge Band 1 und 2. Was er ja in seinem Einkämmerchen schon in der Vitrine hatte. Asura und die Kiste. So, über die Dwemer, ich weiß nicht, ob wir die Bände alle schon komplett gelesen haben. Ich mache das jetzt hier einfach nochmal für euch, falls ihr euch dafür interessiert. Wie gesagt, macht auf Pause. Ja, ich muss das immer wieder erwähnen. Tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole. Aber manch einer steigt vielleicht gerade erst in diese Folge ein. Und ja, ich lese die Bücher nicht vor, weil dann sind wir hier nach 20 Jahren noch nicht fertig mit dem Spiel. Oh. Oh. Da haben wir schon wieder... Okay, vielleicht könnt ihr hier... Ah, jetzt ist es weg. Gut. Ich wollte gerade sagen, vielleicht könnt ihr da im genau dem richtigen Moment auf Pause machen. Dann könnt ihr euch das vernünftig durchlesen. Das war Band 2, jetzt kommt Band 3. Vielleicht haben wir auch schon einfach zu viele Bücher gelesen. Das kennen wir aber schon. Ja. Das kennen wir schon. So. Das ist mir hier eindeutig zu ruhig. Calzelmos Stein. Dir fehlen die nötigen Gegenstände, um eine Kopie der Inschrift anzufertigen. Kopiere die Inschriften auf Calzelmos Stein. Ja, ich bräuchte Papier und Kohle dafür, ne? Und das hat er auch beides in seinem Räumchen hier, in seinem Labor. Papierrolle. Holzkohle.
dieser passieren nicht einfach so. Jemand versucht, die Forschung meines Onkels zu sabotieren. Ich... Oh, in Ordnung. Wenn es einen Dieb gibt, wird er diesen Turm nicht lebend verlassen. Was? Aber sollten wir nicht Meister Kalkremo darüber informieren? Au. Oh. Schön schnell rausschleichen hier. Nee, da oben war ja nur das Fenster. Theoretisch könnte ich doch jetzt auch von hier eine Schnellreise tätigen, oder? So, was sagt denn jetzt unser Quest-Tagebuch? Kehre zu Entir zurück. Okay. So. Also wieder nach... Aber da ist gar kein Questmarker jetzt. Kehre zu Entir zurück. Festung Unterstein. Markart. Der ist hier? Schnelles Reisen ist von diesem Ort aus nicht möglich. Eieiei, okay. Ich hoffe, ich finde jetzt hier auch wieder den Weg nach draußen. So, jetzt sind wir im Dwemer-Museum. Aber hier darf ich ja rein. Da hat er mir ja... Was haben diese Akademie-Magier überhaupt in Saartal zu suchen? Hey! Sag mal. Das sind komischerweise nicht alle, ne? Die hier... Zauberwächter. So, das war's. Die reden trotzdem noch mit mir ganz normal, ne? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich werde mich mal vom Acker machen, bevor das hier noch Ausmaße annimmt, die uns nicht gefallen. So. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, da hast du wohl recht. Tacitus Sallustius. Lustius. Gut, können wir dann jetzt von hier aus die Schnellreise tätigen? Ja, können wir tatsächlich. Sehr schön. Ja, der ist immer noch in der Kneipe.
Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ja, aber du hast mich doch angequatscht. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Alles klar, Birna. So. Oh. Er ist unten. Einfach Bescheid, wenn ihr etwas trinken wollt. Ja, nee, ich bin nicht durstig, aber danke schön. Ach, hier geht's runter. Wieder da, was? Und wie ging es unserem Freund Kalzelmo? Das ist das Buch hier, ne? Die Fallmär. Eine Studie. Aber okay, das ist jetzt auch nicht von ihm. Können das auch gerne einmal durchblättern. So. Wir haben nicht viel Zeit für Diskussionen, aber was braucht ihr? Gab es sonst noch was? Damit sollten wir Gallus Tagebuch übersetzen können. Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang Zweifel an Mercer Freys Loyalität gegenüber der Gilde gehabt. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Sonst noch etwas, Entier? Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Es tut mir leid, Entier. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entier. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Sprich mit Entier. Ja. Hm? Das können wir nicht mitnehmen, ne? So, vielleicht mache ich da ein YouTube-Thumbnail draus für die Folge. So, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia respektiert und sie hat etwas Besseres verdient. Ja. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. Okay. Seid bedankt, Entier. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden und zufällig in Winterfeste seid, dann besucht mich an der Akademie. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Sprich mit Kalia. So. Wenn ihr mich noch einmal braucht, findet ihr mich in der Akademie. Ja, danke. Wir müssen nach Rifton eilen, bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. In Gallus Tagebuch wird das Dämmergrab erwähnt. Ihr seid schon so weit gekommen. Da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Weshalb gerade diese Art des Schutzes? Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Diebe und Tempel, das passt einfach nicht zusammen. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine.
Ich würde es besser verstehen, wenn alles weniger geheimnisvoll wäre. Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Na schön. Machen wir es vorerst auf eure Art. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Ich werde sie gut einsetzen. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht... Klinge der Nachtigall hinzugefügt. Nicht nur hier, um mir einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Begonnen die Verfolgung. Ja. So, trifft Kalia in der zersplitterten Flasche. Ja. Werden wir gleich mal aktivieren. Und dann schauen wir uns mal die neue Waffe an, die wir jetzt hier bekommen haben. Klinge der Nachtigallen. Da ist er. Absorbiert 20 Gesundheitspunkte und 20 Ausdauerpunkte pro Sekunde vom Ziel. Ja, ist okay, ne? Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt hier die ultimative Waffe. Zumal die auch verzaubert ist und nicht mal ganz voll, ne? Also sie hat mir ein gebrauchtes Schwert gegeben hier im Grunde. Ja, gut. Ich werde die Folge an dieser Stelle jetzt wieder beenden. Und dann treffen wir uns in der nächsten Episode mit Kalia in der zersplitterten Flasche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.